Moin Moin und herzlich willkommen von meiner Ausbeute von Hamm. Ja, ich habe Tiere aus Hamm bekommen, die hat mir die liebe Zebrazecke mitgebracht. Und natürlich möchte ich euch zeigen, was ich mir in Hamm mitbringen lassen habe. Und zwar zum einen natürlich die grüne Bananenschabe, viele kleine Nymphen. Hier seht ihr auch noch ein paar adulte Tiere rumflattern. Einfach aus dem Grund, ich züchte die ganz gerne nach. Es ist super Futter für Gottesanbeterinnen. Da ich sie ja auch selber vertreibe, züchte ich die natürlich nach. Da habe ich mir einfach einen Schwung frisches Blut mitgeben lassen. Auf jeden Fall super und der erste Teil von dem, was so gekommen ist. Schnell den Deckel drauf, bevor die Kollegen hier abhauen. So, dann habe ich mir noch zwei kleine Springspinnen gegönnt. Sind noch nicht adult, aber super tolle Tiere. Hier haben wir ein Tier, das andere Tier hält sich hier noch ein bisschen bedeckt. Da ist die Art Regius. Ich gucke gerade mal, da unten in der Ecke sitzt sie. Kann man leider nicht so gut sehen. Aber es sind tolle, tolle Tiere. Oh, jetzt ist sie weggelaufen. Ja, die Springspinnen, diese beiden, stammen aus Hamm. Aber natürlich, wenn ich züchten möchte, brauche ich ein paar mehr. Deswegen habe ich mir noch online welche kommen lassen von einem privaten Züchter. Die sind noch ein bisschen kleiner als die, aber das ist gar nicht so das Problem. Die bleiben jetzt noch circa eine Woche da drin. Die haben sich jetzt schon zweimal gehäutet. Sie sind noch sehr, sehr klein. Müssten jetzt vierte Fresshaut sein. Ja, und Springspinnen werden ja sowieso nicht so groß. Ich mache dazu gerne nochmal ein Haltungsvideo, ist gar kein Problem. Aber das ist meine Ausbeute aus Hamm. Einmal die Bananenschaben und einmal diese zwei Springspinnen. Und dann habe ich mir diese vier Spinnen extra nochmal kommen lassen. Sobald die groß genug sind, kommen sie dann ins Terrarium. Und dann mache ich auch gerne einen Haltungsbericht drüber, wenn es jemand von euch interessiert. Und ja, am kommenden Sonntag, also am 8.4. bin ich in Rendsburg. Da wird es auch wieder eine Ausbeute von geben. Denn ich werde da bestimmt wieder was finden, was ich gut finden werde. Und das war's. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.